Ja, servus Freunde der Sonne, da sind wir wieder zurück bei Baphomets Fluch, Schatten der Templer. Immer noch, zumindest, ja doch, ich denke schon, immer noch im Bootshaus. Oh, Entschuldigung, ich muss mich mal kurz räuspern. Und rülps muss ich auch, ich habe schon wieder kohlensäurehaltige Getränke zu mir genommen, weil ich ein schlechter Mensch bin. Egal, also, wie gesagt, immer noch hier im Bootshaus, in der Nähe des Gerichtsgebäudes und wir versuchen immer noch unter das Gerichtsgebäude zu kommen, weil wir hoffen, darauf Hinweise zu finden, warum Pierre Cachan getötet wurde. Ja, und in der letzten Folge haben wir uns hier so ein bisschen gequält. Es ging nur darum, diese eine Tür aufzumachen und das war mit etwas Aufwand verbunden. Aber egal, wir haben sie jetzt immerhin offen und nun schauen wir doch mal, was sich dahinter verbirgt. Wahrscheinlich noch eine Tür. Nein, du ahnst es nicht. Tatsächlich einfach mal nur ein großer Raum. Haben wir es tatsächlich geschafft? Mann, oh Mann. In der Dunkelheit kann ich erkennen, dass es ein Arbeitszimmer ist. Aber was für Arbeit? Und was hat es mit Cachan zu tun? Okay. Bisschen Licht wäre jetzt natürlich massiv von Vorteil. Weil ich glaube, wir können hier gerade überhaupt nichts erkennen. Moment, 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 Moment. Haben wir hier vielleicht irgendwas, was brennt? Haben wir nicht. Okay, was ist das da? Alte Bücher. Ist momentan auch Ein das alter einzige. Unterbrecherkontakt. Wie frisch aus einem Frankenstein-Film. Ah, okay. Aber ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich auch das einzige, was wir gerade anklicken können. Erstaunlich, das Ding Ah. funktioniert noch. Der Raum wird taghell erleuchtet. Interessant. Leute, wir stehen auch am Anfang des Spiels, aber es ist schon wieder ziemlich spannend, muss ich sagen. Schauen wir doch mal, was wir hier alles finden werden. Justitia starrt mich von einer Steintüre aus an, die verschlossen und mit Stahlbändern verstärkt ist. Hinter einer solchen Türe stecken immer wichtige Sachen. Ich muss herausfinden, wie ich sie aufkriege. Ja, mit diesem Knopf, Öffnung, Ding, Teil, was immer es ist. Ein Steckplatz neben der Safe-Tür. Jetzt Oh. muss ich bloß noch etwas Passendes zum Reinstecken finden. Ihr wollt mich Das da ist jetzt ja wie verarschen, damals im oder? Kindergarten. Jetzt brauche ich nur noch eine Form, die zu dem Umriss passt. Was für ein Umriss soll es denn sein? Nicht wirklich hilfreich. That's what she said. Ich könnte jetzt natürlich mal hier den Safe-Schlüssel ausprobieren. Nein, natürlich nicht. Okay. Was gibt's da zu sehen? Ich sehe da gerade nichts, was da jetzt irgendwie gerade mit dem blauen Kreis unterlegt Die war. Fahnen sind ausgeblichen, aber ihre Bedeutung ist noch völlig klar. Aber da ist überall dieses Kreuz drauf. Faschistische Flaggen. Purer Hass. Das soll ein faschistisches Kreuz sein? Okay. Die Tische sind unter einer Staubschicht begraben. Hier hat seit Jahren niemand mehr gearbeitet. Ich glaube, hier unten ist auch In dem lange niemand alten mehr Schreibtisch finde gewesen. ich nichts. Der wurde schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Okay. Ach, das war wahrscheinlich mit den Fahnen Die gemeint. Fahnen sind ausgeblichen, aber ihre Ja, Bedeutung ja, ist ja, noch ja, völlig. ja, ja, ja. Faschist. Ja, purer Hass und so. Okay. Gut, was haben wir denn hier noch zu finden? Da ist noch ein Schreibtisch, ja, der stand auch ziemlich exorbitant da. Ich könnte mir vorstellen, dass der möglicherweise eine etwas größere Bedeutung hat als die anderen, die in dem Raum Eine stehen. Schublade. Was da wohl drin ist? Das erfahren wir nur, wenn wir sie aufmachen. Und da. Sie ist abgeschlossen. Nein, ist sie nicht. Wahnsinn. In der Schublade finde ich eine Notiz, die aber irgendwie verschlüsselt ist. Ach, kommt schon, Leute. What? Die Botschaft wurde mit einem Ersetzungscode verschlüsselt. Jeder Buchstabe des Alphabets wurde durch ein bestimmtes Symbol ersetzt. Ach, muss ich jetzt hier auch einen Übersetzer spielen? Okay. Um den Code zu knacken, musst du allen Symbolen die korrekten Buchstaben zuweisen. Berühre ein Symbol, bis es aufleuchtet. Berühre dann den passenden Buchstaben.
Wenn du einen Fehler machst, kannst du auf die entsprechende Schaltfläche klicken, um einen Schritt zurückzunehmen, oder du kannst das ganze Puzzle neu beginnen, indem du Reset anklickst. Okay, jo, das machen wir aber gleich. Vorher möchte ich mich mal kurz hier auf dem Schreibtisch etwas umschauen. Mangels Staub ist es unübersehbar, dass an diesem Tisch erst vor kurzer Zeit jemand gearbeitet hat. Oh mein Gott. Auf dem Blatt waren meine ganzen persönlichen Daten ausgedruckt. Alles. Von meinen Lieblingsspeisen bis zur Körbchengröße. Das mit der Kokosschokolade stimmt ja, aber hört mal, Jungs, ich trage Größe 36. Es liegt sogar ein Foto von mir dabei. Mit einem Teleobjektiv aufgenommen. Carchon hat dieses Foto bestimmt nicht selbst gemacht. Das ist eine größere Sache und gut organisiert. Ich bin ein Teil davon. Und es werden Leute dabei ermordet. Okay, da scheint also auf alle Fälle die größere Planung dahinter zu stehen. Und wie spielt Nico in diese ganze Sache rein? Das sind die Artikel, die ich über den Kostümmörder geschrieben habe. Ich hatte recht mit meinem Verdacht. Carchon hat sie ausgeschnitten. Zwei Geschäftsleute waren ermordet worden. Einer in Italien, der andere in Japan. In beiden Fällen war der Täter verkleidet. Einmal als Pinguin, das andere Mal als Schneemann. Aber das war nicht die einzige Verbindung zwischen den beiden Morden. Beide Opfer waren große Medienstars und gaben sich als Wohltäter. Und ich hatte bewiesen, dass beide Dreck am Stecken hatten. Und wie passte nun Carchon in dieses Bild? Okay, möglicherweise war er doch nicht so der Saubermann, wie er sich vielleicht nach außen hin gegeben hat. Mal abgesehen von dieser Frauenheldgeschichte. Die Restpfütze in dem Becher ist weder eingetrocknet noch verschimmelt. Sie ist nicht älter als einen Tag. Aha. Heißt das, Pierre Carchon war schon einen Tag eher hier, war vor kurzem hier unten? Oder möglicherweise der Täter? Eines ist klar. Irgendwer aus Carchons Umfeld hat mich überwacht. Definitiv. Die Frage ist... Meine Artikel über den Kostümmörder. Okay. Gut, aber jetzt gucke ich mir noch mal ganz kurz die Schublade an. Wupp. Fail. Mist. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn sowas passiert. Da scheint was drin zu sein. Glücklicher Zufall, dass ich nochmal in die Schublade reingegangen bin. Was ist das? Ein uraltes Foto ist hinter die Schublade gerutscht. Aber trotz des Alters ist der Typ im Vordergrund deutlich erkennbar. Carchon. Hinter ihm sieht man Soldaten, ein brennendes Dorf und eine Leiche. An der rechten Seite ist das Foto abgerissen. Irgendjemand wollte offenbar nicht mehr mit auf dem Foto erscheinen. Überraschte mich nicht. Das war Afrika in den 60ern. Ein Aufstand wurde brutal niedergeschlagen. Und mittendrin Mr. Medienzar persönlich. Carchon, der beim Niederschlagen Hand anlegt. Dieses Foto ist nicht nur ein wichtiges Beweisstück, es ist auch meine Eintrittskarte zu einer explosiven Story. Also hat er definitiv Dreck am Stecken gehabt. Sonst ist er nichts mehr in der Schublade. Die Schublade geht ganz leicht rauszuziehen. Nur wieder reinstecken klappt nicht mehr. Gut, okay. Dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt mal kurz, bevor wir hier weitersehen, also erstmal dieser Nachricht. Musst du ein Symbol? Ja, genau. Dann probieren wir mal unser Glück. Muss ich da irgendwie anklicken? So, und... So. Es ist vielleicht gar nicht ganz so schwer, mal schauen. Oh, da sind aber viele. Ich hätte es gedacht, das wären die ESA. EJ ergibt... Nee, das ist falsch. So, nochmal so. So. Das ergibt möglicherweise mehr Sinn. Eva. Okay. Gibt momentan noch recht wenig Sinn. Evama. Mal gucken. Wo ich mir im dümmsten Fall vorstellen könnte, dass das allzu einfach ist.
Vielleicht ist es auch gespiegelt. Also das wäre, statt ein A wäre das vielleicht ein N. Ja, mal gucken. Erstmal gucken, was dabei rumkommt, wenn ich das jetzt einfach erstmal so mache. Da sieht man schon, dass das eigentlich keinen Sinn ergibt. Das ist dann noch irgendwie rückwärts geschrieben oder so. Aber ich habe fast das komplette Alphabet durch. Okay. Aber es gab, glaube ich, auch gar keine weiteren Hinweise, wie man diesen Code zu lesen hat. Denn wie gesagt, möglicherweise mache ich es auch falsch. Ja, sehr geil, ich ziehe das komplette Alphabet durch, aber es wird dadurch nicht sinnvoller, beileibe nicht. Was soll das jetzt heißen? Der L ist der letzte. Ewama jetzt gibt Jinkelbissim Famwis Nikatam. Gott bittet Fim. Njet wats gimpft. Ist das polnisch? Also das hat definitiv keinen Sinn gemacht. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es vielleicht hier irgendwo noch einen Hinweis? Das Foto zeigt Carchon, wie er fröhlich in die Kamera grinst, während hinter ihm Hütten und Menschen verbrannt werden. Vielleicht das Der eingefärbte mal. Zylinder hat mir als Druckwalze seine geheime Nachricht verraten. Da steht unter... Nee. Irgendwo müsste es... Behaupte ich zumindest da irgendwie einen Hinweis darauf geben, wie die Buchstaben angeordnet sind. Ich schätze mal, die werden irgendwie eine bestimmte Zählweise haben. Frage ist nur, finden wir hier irgendwann einen Hinweis darauf? Ich muss mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Seid völlig entspannt, Leute. Ja, aber sonst gibt es hier eigentlich nichts mehr. Hat das vielleicht was mit der Anzahl der Fahnen zu tun? 2, 4, 6, 7. Nee, das ist Blödsinn. Und es gibt ja immer noch die Sache mit dem da. Was würde denn jetzt eigentlich passieren, wenn ich mich jetzt erdreiste? Ich gehe mal ganz kurz wieder raus. Moment. Ein alter Unterbrecher. Ja, ich kann das Licht wieder ausmachen? Das Licht auszuschalten ist nicht sehr hilfreich. Ja, stimmt schon. Ich habe aber eine ganz blöde Vermutung. Vielleicht befindet sich ja hier in diesem Raum irgendetwas, was uns möglicherweise einen Hinweis darauf gibt, wie wir dieses Notizrätsel zu lösen haben. Vielleicht, wo ist die Schublade hin, die da mal vorhin gewesen ist? Die ist weg. Die ist weg. Weg ist nicht gut. Meine Theorie wäre jetzt gewesen, dass da vielleicht irgendwo mit Leuchtschrift irgendwo was aufgeschrieben wurde. Was ist das da oben bis hier da? Da, was ist das? Gibt das Sinn? Brauchen wir das? Ich glaube nicht, nein. Wieso ist die Schublade da jetzt weg? Steht da was dran? Nee, das ergibt, glaube ich, auch keinen Sinn. Gut, dann machen wir das Licht halt eben wieder an. So.
Was ich eigentlich ursprünglich machen wollte, war, ich wollte gucken, was passiert, wenn ich Das jetzt macht schon den. mehr Sinn. Ja, ist okay. Licht cool und so. Wenn ich jetzt den Steinzylinder wieder entferne, geht dann diese Tür da wieder zu? Oder nicht? Sollte ich möglicherweise die Patronenhülse da vielleicht nochmal drunter klemmen? Ja, das Das ist ja Kreuz muss Blödsinn. nicht abgestützt werden. Ja. Ich nehme das mal mit und mal gucken, was passiert. Ich traue der ganzen Sache nicht so ganz, verdammt. Okay, also wird der Steinzylinder da definitiv stecken bleiben. Nun gut, okay. Das bedeutet ja schlussendlich, dass irgendwas was wir da reinstecken können, sich in dem Raum oder in der näheren Umgebung befinden muss. Okay. Hatte ich eigentlich schon mal einfach versucht, die Geschosshülse da reinzustecken? So dumm, wie sich das jetzt Ich vielleicht nehme die anhört. Geschosshülse weg. Mal schauen. Man könnte das ja mal ausprobieren. Ich meine, mehr als nicht funktionieren kann es nicht. Und sie hat ja auch nicht gesagt, was da reingehört. Aber ich denke mal ganz stark, das hat wahrscheinlich eher etwas mit dieser Notiz zu tun, die wir gefunden haben. Und wo wir momentan immer noch keinen Hinweis gefunden haben, wie man diese Notiz zu lösen hat. Wo das jetzt? Naja. So, ich hatte ja vorhin mal ganz die Vermutung geäußert, dass diese vielen hier möglicherweise ein E darstellen könnten. Zwei Buchstaben, zwei gleiche Buchstaben. Es ist ein bisschen scheiße, dass es keinen Hinweis darauf gibt, weil einfach nur at random da irgendwas zusammen wuseln macht überhaupt keinen Sinn. Wartet mal. Ich weiß, ich spiele mir da jetzt vielleicht irgendwie einfach nur stumpf was zusammen. Mal gucken. So. Das heißt, müsste vielleicht der sein. Nee, der ist es definitiv nicht. Nein, mach's weg. So. Nee, das würde auch nicht funktionieren. Das müsste dann der hier sein. Nee, das. Nee, 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 nee. Sind zu wenig, also ein E ist es definitiv nicht. Es könnte ein R sein. Wie gesagt, es kann tatsächlich sein, dass es nur gespiegelt ist, möglicherweise. Ja, aber das kann es ja auch nicht sein. Nee. Nee, 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 nee. Hä? Kann mir nicht. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, Die Schublade geht. Dass man das einfach so randommäßig lösen Das sollte. Foto zeigt Cachon, wie er fröhlich, während hinter. Okay. Aber ich sehe eigentlich auch schon, dass der Part sich langsam dem Ende nähert. Die Decke ist mit einem ungewöhnlichen Symbol bestickt. Und. Der eingefärbte Zylinder hat mir als Druckwalze seine geheime Nachricht verraten. Da steht Unterricht. Darunter sehe ich die Buchstabenfolge SDS, SDSS. Diese sechs Striche da vielleicht schon was mit zu tun?
Hey, aber dann könnte ich den Part jetzt auf alle Fälle, das wollte ich eigentlich sagen, genau, dann könnte ich den Part nämlich jetzt schon beenden, bevor es zu peinlich für mich wird. Und ich kann mich ja noch so ein bisschen umgucken, vielleicht finde ich ja noch einen Hinweis darauf, wie dieses Notizrätsel zu lösen ist. Und ansonsten haben wir in letzter Instanz immer noch unser tolles Fragezeichen hier, was ich so ungern benutzen würde, vor allen Dingen jetzt nicht am Anfang des Spiels schon. Aber naja, da schauen wir doch dann einfach mal, wie es im nächsten Part weitergeht, nie? Und ansonsten, ihr wisst Bescheid, sage ich wie immer, schönen Abend noch und bis dann!